Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sims 4. Ja, mit der guten Virginie und Schneckball. Langsam wird's ein Running Gag, oder? Immer am Anfang von der Folge. Mann. Hörst vielleicht mal auf zu fernsehen und versuch's oben mal Schneckball vom Tod zu retten. Nur so eine Idee. Oh oh, das da ist keine freundliche. Oh, doch. Okay. Huiuiuiuiui. Wie? Ne, gerettet? Zeuge von Ableben sein? Ja, was denn jetzt? Ah, da ist er doch wieder. Oh. Nein, du spielst nicht. Du übst Programmieren. So. So, joggen gehen. Immer schön sportlich sein. Wenn man möglichst lange lebt. Joggen. An die Grenzen gehen. Jawohl. Juhu. Virginie hat die Stufe 5 der Programmierfähigkeit geschafft. Jetzt wieder Akku leer. Sie kann jetzt... Was ist denn hier los? Ach, der Tod hat sich gerade hier verabschiedet. Sie kann freiberuflich Arbeit beginnen. Okay. Ah, oder steht da irgendwas in der Hilfe? Nein. Interessant, interessant. Nein! Schneckball Twitter findet wegen Verausgabung ihr Ende. Ich sollte so viel Sport machen. Du wolltest es, Schneckball. Im hohen Alter. Ja. Ruhe in Frieden. Ja, genau. Mach du noch schön deine Sit-Ups. Zack, die Wurst. Wo ist jetzt die Urne? Gibt gar keine Urne, wenn man außerhalb vom Grundstück stirbt. Okay. Naja. Das war jetzt quasi... Der letzte Bewohner der Twitter-WG. Und welche Folge haben wir denn jetzt heute? Lass mich überlegen. 50 oder 51 müsste das sein. Was ist jetzt schon wieder los? Geh mal pullern. Vielleicht auch spülen danach. Wäre ganz nice. Leeren, aufräumen. Und mal was kochen. Eier und Toast ist doch ein gutes Frühstück. Partygröße. Zack. Ja. Also wir sind jetzt auf jeden Fall quasi nur noch alleine mit der Virginie hier am Spielen. Und das soll jetzt vorerst auch mal quasi die letzte Folge der ersten Staffel von Sims 4 Let's Play sein. Ich werde mir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Wann das nächste Let's Play dann losgeht, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber wer Bock hat, kann gerne in meine Steam-Gruppe eintreten. Ja, mein Steam-Name ist Nutoka aufs Brot, da werdet ihr mich wohl schon finden. Und da habe ich auch schon einen Link gepostet zu dem Sims Creator. Den kann ich natürlich hier auch nochmal gerne in die Beschreibung packen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute von euch, die sowieso Origin drauf haben, vielleicht sich das Ding runterziehen und dann ihre Sims mit mir teilen, damit ich die hier in der Nachbarschaft verteilen kann. Das heißt,
dass man sich halt öfters mal in den Weg läuft. Ich möchte nicht nochmal hingehen wie vorher und 4 Leute hier in die WG einspeisen. Es ist einfach zu viel. Und das habe ich persönlich bei mir festgestellt. Es ist schwierig, komplett normal dann mit den Figuren zu spielen. Muss man einfach so sagen. Man versucht halt dann immer... Was hat die denn da für Sachen an? Die sind aber neu. Das ist die Arbeitskleidung, okay. Man ist halt immer irgendwie... Ach, da ist auch die Urne. Gut. So, Schneckball wacht hier. Zack. Man hat halt immer so eine gewisse Hemmschwelle. Man weiß nicht genau, wie das aufgefasst wird von den Leuten. Eventuell verletzt man sogar Leute damit oder beleidigt sie oder was auch immer. Und das möchte ich, jawohl, Beförderung, einen Moment, Virginia wurde befördert und ist jetzt Entwicklungschefin. Sie verdient 5 Simoleon mehr pro Stunde, was einen Stundengelohn von 78 Simoleon pro Stunde ergibt. Sie hat zudem einen Bonus von 874 Simoleon erhalten und den Erfinderpreis für herausragende Beiträge zur Wissenschaft. Okay. Gucken wir uns das Ding mal kurz noch an. Wo ist es? Ah, das ganze Inventar von Schneckball ist jetzt auch bei mir. Zack, schön vollknallen den Tisch. So, das war's. Kurz mal schauen, was sie jetzt als Beförderung zur Beförderung braucht. 2 Freiberuflerjobs abschließen und Level 6 der Programmierfähigkeit erreichen. Das klingt doch machbar. Ja, Futter erstmal noch was. Genau, gute Idee. So, wo war ich? Genau, ich möchte halt keine Leute verletzen, indem ich irgendwas... Na gut, wenn man das Essen da stehen lässt, vergammelt es natürlich. Indem ich halt irgendwelche Dinge mit denen tue, wenn zum Beispiel jemand stirbt oder sonst irgendwas. So, deswegen werde ich auch hier mit der Virginie weiterspielen und mir einen vorerstellten Sims-Charakter als Partner suchen und dann eine kleine Familie gründen. Außerdem, gut, dass ich gerade dran denke, werde ich eine Sache ändern in den Spieloptionen. Und zwar Gameplay, automatisches Altern, nein. Automatisches Altern ungespielte Sims, nein. Selbstständigkeit, ja, das kann alles so bleiben. Leere Häuser füllen. Oh. Okay, sehe ich jetzt erst. So, Änderung anwenden. Habe ich? Ja, gut. Denn, die sollen jetzt einfach so bleiben. Ihr habt ja gemerkt, mit den Senioren kann man nicht viel anfangen. Die sind halt ratzfatz ermüdet. Und ich möchte eigentlich dann nur mit Erwachsenen bzw. mit Kindern spielen. Telefon geht, Brainiac möchte vorbeikommen. Gut, dann bleibt Brainiac halt jetzt ewig ein alter Mann. Das würde ihn wahrscheinlich nicht so freuen. Hallo? Brainiac will vorbeikommen und du gehst pennen, geht's noch? Warte mal schön an der Tür auf den. Ach, da, hä? Wo kommt der jetzt her? Wo kommt der denn jetzt her? Über besten Köder reden. Die hat ja ein Nietenhalsband an. Heiß unterwegs. Tiefgründige Unterhaltung. Wir könnten uns auch hinsetzen. Zusammensitzen. So. So, was gibt's denn noch zu sagen? Zur Staffel 2. Das wäre eigentlich so mal das Wichtigste. Würde mich freuen, wenn ein paar von euch einfach mir ein Zimmer stellen, den ich hier in der Nachbarschaft unterbringen kann. Könnt natürlich immer noch in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn wünscht. Nur ich werde halt nicht mehr so viele Leute spielen und wenn möglich auch nicht
Also keine bekannten Leute mehr. Aus den eben genannten Gründen. Schicken doch wenigstens heim. So. So. Jetzt kannst du auch ins Bett gehen. Schlafen. Oh, die ist aber auch schon gut müde. Versuche dann in der nächsten Staffel einfach einen relativ guten Haushalt zu bekommen, mein Haus hier auszubauen und die Familie bzw. Papa, Mama dann dazu zu bekommen, einen richtig guten Job zu haben, damit auch ordentlich Kohle reinkommt und dann nach und nach hier Sachen zu verbessern. Zieht ihr auch nochmal eine Sonnenbrille aus? Pipi! Aufräumen, das ist ein wenig schlicht. Frühstück servieren. Oh, Pfannkuchen. Oh, ich krieg gerade wieder voll Bock auf Pfannkuchen. Geile Scheiße. Oh, ich stelle mir jetzt deinen Mülleimer hin. Blöd, dass man da nichts reinmachen kann. Das ist echt dämlich. Tonnen. Kinder, Kinder, Kinder. Der vielleicht. Man kann nichts da reinstellen. Das wäre echt noch ziemlich stylisch. Vielleicht einfach hier hin. Das geht doch so. Zack. Oh, jetzt habe ich einen Mülleimer für 1200 Simoleons gekauft. Ey, ich habe jetzt gar nicht aufs Geld geachtet. Das war doof. Naja. Kommt schon wieder rein irgendwann. Oh, Virginie muss in einer Stunde auf der Arbeit sein. Das wird dann wohl mit dem Essen vorher nichts mehr. Oder? Nein. Das wird noch weggelegt. Danach kannst du arbeiten gehen. Ja, genug gegessen. Bist satt. In den Kühlschrank. Und ab auf die Arbeit. Außerdem ist es eigentlich eine ganz coole Sache, wenn halt nicht die ganze Zeit jemand zum Spielen da ist. Dann könnt ihr einfach mal ein bisschen ums Zeug reden. Oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann kann ich euch natürlich gerne Wort und Antwort stehen. Könnt ihr mir einfach mal schreiben, was ihr euch noch hier vom Haus wünscht. Ich weiß ja, ein Musikzimmer, das wird auf jeden Fall noch gemacht, nur es ist halt teuer. Musik ist ein teures Hobby. Wäre eigentlich ganz cool, hier in diesem Bereich irgendwie was zu machen. Ah, da ist er. Nee, doch nicht nach Hause gekommen, ich hab gedacht. Man könnte halt einfach da so einen offenen Party-slash-Musikzimmer irgendwie sowas machen. Also das war mal meine Idee. Einfach mal ganz chillig hier ein bisschen den Park beobachten. Bin auch mal gespannt, was mit Patches hier noch geändert wird bei Sims. Und vor allem, was ist denn das? Frische. Ah, okay. Vor allem, was und wann DLCs kommen. Add-ons. Dafür ist Sims ja quasi bekannt. Ich hoffe mal, sie machen nicht zu sehr die Sau da draus. Bedürfnisse? Ah, da sind sie ja. Wenn sie jetzt zum Beispiel einen eigenen DLC für Pools machen, also das wäre schon ziemlich krass. Aber gut, sag niemals nie. So, Spaß! Kochkanal. Ich glaube, da lernt sie auch kochen bei, oder? Ja, das ist nämlich nicht verkehrt. Wie ich schon oft gesagt habe, eigentlich meiner Ansicht nach die einzig gute Neuerung bei Sims 4 ist dieses Multitasking. Keine Lust mehr? Ah, willst du nur dabei was essen?
Keine Lust mehr? Ah, jetzt hat's gegammelt. It has gammelt. Ein Gesicht nehmen. Was hat sie denn da eigentlich noch im Inventar? Wow. Was ist denn das? Ah, ich glaube, den muss ich nie leer machen, oder? Irgendwie gerade so ausgehen, als hätte der das direkt klein geschreddert oder sonst irgendwas. Nice. So, dann gehen wir noch pullern. Und wie duschen wir? Nachdenklich. Danach kann sie dann mal eine freiberufliche Arbeit beginnen. Wird wahrscheinlich ungefähr vergleichbar sein, als ob der Schriftsteller ein Buch schreibt. Vermute ich mal ganz stark. Wir könnten ihr vielleicht schon hier ein Belohnungsgedöns kaufen. Was gibt's denn da so für 2000? Gibt's da schon was Gescheites? Genügsam, niedrigere Rechnung. Das wäre natürlich nice. Was ist denn eigentlich das letzte? Profi-Faulenzer. Oh, niemals erschöpfte Sims brauchen nicht zu schlafen. Oh, krass. Nicht schlafen? Das ist natürlich cool. Da spare ich, glaube ich, mal drauf. Da spare ich drauf. 4000. Geht eigentlich, wenn man mal überlegt, dass ich schon 2000 habe. Ich habe Ärger mit meiner Roboterarmee. Sie wollen nur rumsitzen und Kaffee trinken. Könntest du mal nachsehen, warum sie so faul sind? Was zur Hölle? Ist das die freiberufliche Arbeit? Eine Roboterarmee? Das wäre cool. Ja, dauert relativ lang. Ah, sie ist müde, komm. Lassen wir sie ins Bettchen gehen. Nachti, Nachti. Och, guck mal, wer da ist. Die Schneckball. Wie zieht's? Was macht denn sie? Was macht sie? Essen? Saufen? Okay, nice. Ah, jetzt hat sie wieder Schweinerei gemacht. Durch die Wand in den Fernseher gesprungen. Jetzt geht's wieder hoch. Schade, dass man die nicht automatisch verfolgen kann. Ich verstehe sowieso nicht, warum man nicht die Geister spielen kann. Wahrscheinlich im Add-on. Ah, jetzt hat sie das Klo kaputt gemacht, jetzt ist sie nicht mehr wütend. Aber jetzt ist sie wieder wütend. Ah, steh mal auf. Stell dich mal der Schneckball vor. Läuft bei euch. Ach, geil, während im Klo reparieren und mit dem reden. Ich mag Multitasking. Ja. Oh, eine Stunde bei der Arbeit. Na, dann sollte sie aber jetzt ein bisschen draufhalten. Wegwerfen. Tipptopp. Jetzt muss ich mal drauf achten, was dieser Mülleimer da genau macht.
doch, der macht das doch direkt klein. Cool. Ich habe einen High-Performance-Mülleimer. Oh ja. Jetzt geht es wieder normal zur Arbeit. Interessant, interessant. Ja, und an dieser Stelle werden wir dann das Let's Play hier auch beenden. Wie gesagt, jetzt ist quasi Ende der ersten Staffel. Die WG ist vollkommen ausgestorben. Und die Staffel 2 wird dann erstmal nur mit der Virginie weitergehen. Die aber, jetzt nochmal schnell zusammenfassen, zum einen nicht altert und ich auch maximal 2 Erwachsene hier haben will in dem Haus. Rest Kinder, ob 1, 2, 3, keine Ahnung, muss ich schauen. Und ja, in diesem Sinne, schaltet doch dann auch wieder rein. Wird jetzt wahrscheinlich ein paar Tage kein Sims kommen, aber hey, scheiß drauf. Die nächste Staffel kommt, da gebe ich euch mein Wort. Also, bis dann. Ciao.